Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von den Crash Bros. Ich bin's, der King Kenny, und wir machen weiter mit Part 17 von Let's Play Crash Bandicoot 1 für Anfänger. Im letzten Video in Part 16 habe ich gesagt, dass jetzt in Part 17 Koala Kong folgen wird. Das war nicht richtig, denn im letzten Level Sunset Vista haben wir einen Schlüssel erhalten. Mit dem Schlüssel konnten wir uns jetzt den Weg zu Whole Hog freischalten. Und deshalb werden wir jetzt Whole Hog spielen. Dieses Level habe ich bereits von dem Doki angeschaut. Er ist einige Male gestorben, aber halt, weil er nicht wusste, wie man weiter springen kann auf diesen Drums. Und er meinte jetzt, man muss X drücken und gedrückt halten, dann springt er höher. Und ich werde das Ganze jetzt mal ausprobieren. Wir haben nicht mehr so viele Leben, aber ich hoffe, dass wir das jetzt in einem Zug durchbekommen und nicht wieder auf die Uka-Uka-Maske kommen. Aber also wir sagen jetzt viel Glück im Level und wir starten mit Whole Hog. Ja, Leute. Ich muss sagen, ich freue mich immer darauf, wenn ich neue Parts aufnehmen kann. Und ja, mega geil das Spiel. Macht mir bisher sehr Spaß, dieses Let's Play. Ach du Scheiße! Was war denn das? Dö-dö-dö. Fünf Leben. Die Musik in diesen Levels ist sehr, sehr geil. Junge! What the fuck? Das ist irgendwie merkwürdig. Aber ja. Ja, okay. Ach du Scheiße, es wird bei mir ein richtiger Reinfall werden. Aber ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach am Steuerkreuz. Jetzt spiele ich mal mit dem manuellen. Ja doch, das sieht schon mal besser aus. Jetzt hier bei den Drums. Ja, okay, das sah schon sehr. Ach du. Keine Kraftausdrücke. Zwei Leben noch. Also ich denke, Uka Uka wird wiederkommen. Und der Doki hat recht, ne? Wir sind hier bei den Anfängern, also nehmt das bitte nicht zu ernst. Wir spielen hier wirklich ganz locker. Und auch bei den kommenden Crash-Teilen wird. Also das war jetzt komisch, weil ich habe X lange gedrückt gehalten. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Mal sehen, ob es da jetzt. Oh Mensch, das wird wieder ein Katastrophenpart. Also, ja. Also, was habe ich zu Beginn gesagt? Das macht mir keinen Bock. Nee, also ich habe meine Meinung zurückgezogen. Komm. Game over. Nicht mal das kann ich irgendwie synchron sagen. Level neu starten? Natürlich ja, denn wir sind Macher. Wir geben nicht auf. Wir sind Sigma-Males. Ich muss einfach dem Schwein wieder ein bisschen Angst machen, dass es zu einem Spanferkel werden kann, wie seine Geschwister. Also ich drücke wirklich. Ich halte X gedrückt, aber ich werde jetzt was anderes probieren. Ich glaube, der Doki hat mich möglicherweise verarscht oder hat mir. Ja, mit Absicht irgendein. Ja, hat mich ausgetrickst. Aber jetzt mal schauen. Okay, ich hab's aber raus. Du musst doppelt X drücken. Also, du springst drauf auf die Drums und dann gedrückt halten. Also, wie, eigentlich wie bei den TNT-Kisten anscheinend, wenn man höher springen will. Vielleicht meinte der Doki das auch so. Wenn er das so meinte, dann habe ich das auf jeden Fall. Zu Beginn falsch verstanden, dann nimm's bitte nicht ernst, was ich. Aber es klappt doch nicht immer. Ich glaube, man muss auch ganz viel Glück haben. Und das Video wird auf jeden Fall 10 Minuten lang sein. Das sehe ich jetzt schon. Aber ne, wir sind doch für die Anfänger da, ne? Es gibt bestimmt Leute, die sind noch shitter als ich. Und die sind dann froh, dass sowas auch halt auf YouTube gezeigt wird. Sonst sieht man immer diese Pro-Speedrun in 2,5 Stunden. Sowas wollen natürlich Leute sehen, aber dafür ist ja der Doki da. Und ich bin halt dafür da, das so zum ersten Mal zu spielen. So ein bisschen keine gute Performance, aber ich bemühe mich. Ja, das klappt irgendwie noch nicht. Game!
MOBA. Das war schon besser. Level neu starten, ja. Wir sind, wie gesagt, Sigma-Males. Wir geben nicht auf. Wir sind Macher. Ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ui, so weit waren wir bisher nicht. Ui. Spanferkel. Nein! Nein! Ach, wieso gibt es da keinen Checkpoint? Man hört einfach sein Grunzen. Come on. Genau wie vorhin. Ach, ich springe zu früh auf die Drums. Zwei Leben. Wie kann sowas möglich sein? Also Doki, bitte, wenn du das siehst, bitte lach mich nicht aus, ne? Ich mach's ja mit Absicht ein bisschen schlechter, ne? Für die Leute, die wie gesagt das zum allerersten Mal sehen und so denken, ja, es gibt irgendwie nur Pro-Crash-Player. Nein, gibt es nicht. Und dann gibt es auch noch Leute wie mir, wie ich, die dann das Spiel schon kennen, aber trotzdem nicht so gut drin sind. Wir haben zum Glück noch. Come on, man sieht die Sachen ja nicht, weil die immer hinter so einer Säule sind, so einer Stachelsäule. Komm, diesmal auf Ansage. Wenn wir das jetzt schaffen, dann sind wir Pro-Player. Da muss der Doki uns anerkennen. Wir sind Pro-Gamer und wir zeigen das jetzt den Leuten, dass alles immer Show war. Wir tryen es nochmal. Wenn wir das jetzt schaffen, dann sind wir Pro-Player. Aber natürlich an zweiter Stelle dann, ne? Wir sind dann immer noch schlechter als der Doki, aber wir sind auf jeden Fall Pro-Player. Und komm, ich zeig's jetzt den Leuten. Ui! Come on! Nein! Game over! Ja, natürlich. Ja, wir wollen das Level neu starten. Komm, bitte, Hawk. Bitte, Whole Hawk. Zeig mir jetzt, dass du gut bist. First try. Mit Ansage, ne? Also First Try im vierten Anlauf, aber ist ja trotzdem, irgendwo ist es ja trotzdem ein First Try! Aber das Spiel reagiert auf Knopfdrücke nicht immer gleich. Also das kann man jetzt wirklich feststellen, ne? Es gibt Momente, wo ich das irgendwie weniger drücke als sonst. Auf einmal springt er drüber, dann drücke ich das komplett durch und er macht nicht, was ich will. Komm, bitte, bis zum Checkpoint, wenn hier überhaupt ein Checkpoint ist. Spanferkel. Checkpoint! Yes! Come on! Nein! Nein! Was habe ich getan? Ich muss da nach rechts. Oh nein, das war gerade so gut. Wir waren wirklich so gut, Leute. Wir haben zusammen gelernt, wie man das spielt. Wie viele Kisten? Come on. Komm, nach rechts. Bitte. Yes. Jo. Jo. We did it. We did it. Und da oben steht perfekt. Deshalb, egal wie viele UKUKAs kamen und egal wie viele Versuche ich gebraucht habe, wir haben es perfekt gemacht, wie es oben steht. Perfekt. Wir haben 45% des Spiels abgeschlossen. Das heißt, wir sind fast bei der Hälfte angekommen und wir müssen ganz viele Zeitrelikte noch spielen. Und nach Kuala Kong kommen wir dann auf die dritte und letzte Insel, die wir spielen müssen. Und dann beginnen wir auch mit den Zeitrelikten, mit verschiedenen Edelsteinen. Genau. Und ich muss ja noch The Lost City spielen und dort dann diesen grünen Edelstein besorgen. Das werde ich auch noch machen.
Aber das kommt halt irgendwann dann, ne, im Laufe der Let's Plays. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen beim Bossfight Koala Kong. Bis dann, meine Leute. Bis morgen.